Hallo ihr Lieben! So, heute mal eine etwas andere Perspektive. Wir vloggen, weil wir ziehen um. Es ist endlich soweit. Ich soll am Montag den Schlüssel kriegen. Kevin liegt hier neben mir und spielt am Wir kriegen Handy. den Schlüssel. Ja, aber ich hole den ja ab. Ich hole den ja ab und guck, dass die Wohnung auch genauso ist, wie wir sie uns vorgestellt haben. Okay. Hoffentlich jedenfalls. Und deshalb fangen wir jetzt an zu packen. Und wir nehmen euch im gesamten Prozess mit. Also wir nehmen euch beim Packen mit. Wir haben vorhin schon mal zwei, drei Kisten gepackt. Ich habe auch schon mit zwei Umzugsunternehmen telefoniert, weil ihr wisst ja vielleicht aus meinem Wohnungstour-Video, dass ich eine riesige, sehr, sehr schwierige Teakholzkommode hier in der Wohnung stehen habe. Und jetzt habe ich aber schon zwei Unternehmen gefunden, die mir die von A nach B transportieren würden. Nur die Kommode zum Beispiel für 100 Euro habe ich ein Unternehmen gefunden. Das klingt jetzt irgendwie erstmal viel, aber ich bin da so dankbar für, wenn das überhaupt passiert. Und eventuell wollen wir auch einen Sprinter mieten, generell zum Umzug. Aber wenn die großen Sachen mitnehmen, sowas wie zum Beispiel das Bett muss erstmal mit, weil das Boxspringbett wird erst in anderthalb Monaten kommen. Dann die TV-Kommode, der Paravent, die große Kommode ja auf jeden Fall und der Trockner. Dann wäre das halt mega gut. Dann fahre ich auch 10-mal hin und her, um Kisten von A nach B zu tragen. Ist mir völlig egal. Der Kleiderschrank bleibt ja hier. Den übernimmt ja netterweise der Nachmieter. Dafür kriege ich noch einen Abstand gezahlt. Dann haben wir da auch kein Thema mit. Das ist auch sehr gut, ne? Und ich habe heute Morgen auf eBay Kleinanzeigen die Waschmaschine gesetzt, weil wir nämlich Kevins Waschmaschine quasi mit in nach Arnsburg nehmen. Und die war sofort weg. Ich habe vier Anfragen gehabt. Ich wusste gar nicht, dass gebrauchte Waschmaschinen so ein Trend sind. Aber ich hatte dann jemanden, die ist für 100 Euro weggegangen. Ich habe sie vor 6 Jahren für 400 Euro gekauft. Und das ist, wie du sagst, ein ganz guter Durchschnitt eigentlich, ne? Ja, nochmal 100 Euro mehr für uns. Und eine Sache weniger, die wir von A nach B schleppen müssen. Bin ich ja auch so froh, dass der Fernseher schon weg ist. Was ist noch weg? Dass der Spiegel im Badezimmer, das Regal im Badezimmer. Was hatte ich denn noch? Ich hatte noch so ein paar andere größere Sachen. Ja. Kommt mir auf jeden Fall gerade so vor. Oder waren es mehr so kleine, Kleine Sachen. viele kleine Sachen? Ja, die Gardinen, die wir nicht mitnehmen, die IKEA Black Viva grauen Gardinen, weil wir ja nur die beigen mitnehmen und im Schlafzimmer, dann mal gucken, ob wir da auch die beigen hin machen oder weiße, je nachdem, wie blicklich das sein muss. Ja, da liegt da mein Schutzi. Und hast du auch Lust auf Packen? Ich die letzten Wochen auch nicht, aber jetzt so, wo ich weiß, dass es nächste Woche vielleicht total konkret wird, habe ich richtig Lust, irgendwie alles zu packen. Kennt ihr das Gefühl, wenn es irgendwie schön ist, dass man alles aus den Schränken rausräumt, es quasi alles komplett unordentlich wird und man sich dann aber darauf freut, das alles wieder in neuer Struktur, in neue Schränke zu packen? Darauf freue ich mich irgendwie total. Alles neu einsortieren, nochmal ein bisschen ausmisten. Ja, im Kleiderschrank können wir auf jeden Fall schon mal anfangen mit den Winterklamotten. Die können jetzt alle schon mal in einen Koffer. Die Jacken haben wir vorhin schon alle in einen Karton gepackt, weil du darauf bestanden hast. Es geht voran. Richtig cool. Und wir nehmen euch mit. So, ihr Lieben, jetzt ist schon wieder der nächste Tag. Wir haben gestern eigentlich nur drei Kisten gepackt und dann bin ich irgendwie ziemlich müde eingeschlafen. Passt gar nicht. Du musst. Nee, so. So passen wir beide aus. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Wäscherei. Wir treffen da gleich Mama, sind mit der Bahn unterwegs und steigen jetzt um in den Bus. Deshalb auch die wundervollen FFP2-Masken. Das ist ganz schön anstrengend, jetzt hier bei dem Wetter die zu tragen. Und in der Wäscherei, also man mag es kaum glauben, aber es hat nichts mit Wäschewaschen zu tun, sondern wir gucken nach Lampen. Das ist da, wo wir auch letztes Jahr unsere richtig tollen Richmond-Stühle und die Sitzbank gekauft haben. Und danach wollen wir mit Mama eigentlich auch noch zu IKEA und dann irgendwie noch was essen. Mal gucken. Freust du dich schon? Hast du Bock? Wieso nicht? Nicht mit der Maske, das nervt. Ja, das stimmt. Aber im Geschäft gleich können wir eine medizinische Maske dann tragen. Immerhin. Ja, so, wir werden ein bisschen durchhalten und nehmen euch mit. Siehst du, was meine Uhr sagt? Nee. Jemand hat mein iPhone entsperrt, obwohl ich das nicht war. Das. Aber wieso erkennt die mich denn ohne?
Ja, wegen meiner Uhr. Und die erkennt mich mit Mundschutz? Ja, das ist ja gerade das neue Update. Wenn du eine Uhr hast, geht das dann über die Uhr, wenn meine Maske trägt. Okay. Geil, ne? Richtig geil. Das hat nur iPhone. Nur iPhone. Apple hat das neue. Apple. Sehr passend. Filmst du schon? Nö, ich film noch nicht. Ach so. Du kannst dich noch voll ausleben. Was hast du denn sonst noch mir so mitzuteilen, wenn ich nicht filme? Ja, wir fahren jetzt gerade Richtung Wäscherei mit Bus. Das ist ziemlich anstrengend. Weil das Fahren, das Sitzen ist... Das Sitzen ist ziemlich scheiße, weil ich nicht richtig sitzen kann. Weil sonst mein Tattoo wehtut. Ich habe ein Tattoo am Hintern. Am Oberschenkel unten. Ja, noch nicht am Poppes, ne? Das ja, kommt dann noch. Das kommt noch. Ja. Und ja, dann sind wir gleich da und dann geht's weiter. So, wir sind jetzt in der Wäscherei und haben sogar auch ein richtig schönes Tischmodell gefunden. Wir gucken gerade nur von der Farbe. Allerdings nicht mit diesen Holzfüßen, sondern mit so einem metallernen X-Fuß. Richtig schön. Und die haben sowieso so viele tolle Sachen hier an der Stelle. Da sieht man Kevin, den er sich versteckt. Hier sieht man so einen X-Fuß, aber das ist nicht der... Noch eine dezentere? Wir haben hier solche ganz krassen Lampen irgendwie zur Auswahl. Und das hier ist dieser andere Holzton, den wir uns wahrscheinlich sehr gut vorstellen können. Das ist so ein bisschen wärmer. Man kann sich das auswählen, wie doll diese Astlöcher sozusagen drin sind. Aber wir mögen dieses Massive richtig, richtig gerne. Und unser Fuß wäre dann sozusagen auch aus dem gleichen Material wie der hier. Allerdings nicht dieses X, sondern das ist so ein Stern dann in der Mitte. Sieht mega schön aus. Voll schön hier, oder? Was hast du denn für eine Lampe? Das Ei. Ist das ein Ei? Ja. Hier geht die Party ab. Aber das möchte ich auf jeden Fall auch haben, dass wir hier diesen einen Boden sozusagen durchsichtig haben und darunter diese Schublade ist, wo mit diese verschiedenen Einsätze drin sind. Da will ich Schmuck drin haben und Gürtel und mein Dior Gold von der Saddleback auf jeden Fall. Und dann darunter, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir die oberste Schublade auch mit diesem Glas nehmen oder komplett blickdicht, weil wenn Glas davor ist, dann muss es dahinter immer ordentlich sein. Und ich finde zum Beispiel auch hier, das wirkt immer so leicht unordentlich. Wohingegen so eine geschlossene Schublade, die klemmt jetzt, da sieht man ja nicht, was dahinter ist. Und du? Findest du das gut? Ja, das Glas hier finde ich scheiße. Das war deutlich. Und dann richtig, aber das da oben finde ich gut. Die hier. Das ist ja, ne? Dass das Glas ist, ja. Ja. Dafür muss darunter aber auch was sein, was sehenswert ist. Ne? Auf jeden Fall, ja. Socken oder alte T-Shirts. Und dann die Kleiderstange behalten wir auf jeden Fall auch bei. Und hier das Brett, weil so hoch hängt man die Sachen ja nicht auf. Und dann haben wir da oben noch Stauraum. Und hier die LED-Leiste auf jeden Fall auch. Und dann muss man halt mal gucken, ob man hier auch LED-Leisten hinsetzt. Aber ich glaube, dann kriegst du die Schubladen nachher nicht mehr auf. Wäre jetzt meine Befürchtung. Okay. Es wird spannend. Was meinst du denn? Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, mein Po ist gemacht. Ja, das ist denn so. So, wir haben jetzt die ersten Kisten gepackt und ich verrate euch mein mega ausgeklügeltes System. Schatz, du musst jetzt mal näher kommen. Ich habe hier Aufkleber. Man kann es hier sehen, ich schreibe darauf, was drin ist und für welches Zimmer das ist. Es gibt 1, 2 und 3, Küche und Bad. Und ich finde, das ist sehr durchdacht. Ich wollte erst mit Farben arbeiten. Rot für die Küche, Gelb fürs Bad, Blau fürs Wohnzimmer, Grün für Schlafzimmer oder so. Aber dann hat meine Mami die weißen Aufkleber noch gefunden. Da habe ich gedacht, dann arbeite ich mit Nummern, weil dann weiß man immer, wohin die Kiste gehört, ohne reingucken zu müssen. Und wenn man drauf schreibt, was drin ist,
Dann kann man das auch alles gut nachvollziehen. Dazu muss mir jetzt, glaube ich, gleich helfen, die Kisten darüber zu tragen. Aber ich muss ganz vorsichtig sein, weil sie ja meine Taschen drin. Also ich habe sie alle bis jetzt in die Kartons gepackt. Nur zwei Taschen müssen noch in den Karton. Aber da müssen mir jetzt helfen. Okay. Weil es voll warm. Aber zuerst machen wir da Ordnung. Also ich mache das gleich ganz anders da alles. Ganz anders. Da spricht der Fachmann. Ah, das ist alles hier Käse. Okay, auf geht's. Auf. Und Schatz? Wieso musst du denn so grinsen? Was möchtest du mich denn fragen? Ich wollte dich fragen, wieso der letzte Abwasch ist. So die allerletzten Male hier in der Wohnung. Ja, er fühlt sich gut an. Ja? Jetzt haben wir endlich einen Geschirrspüler. Ja, ist doch voll schön. Richtig schön. Da brauchst du nie wieder abwaschen. Guck mal, und der Topf, das ist jetzt auch das letzte Stück. Und dann kannst du auch diese super sexy Handschuhe wegschmeißen. Nee, die würde ich eigentlich ganz gerne noch mitnehmen. Die können wir neben dem Bett aufbewahren. Okay. Aber kannst du auch mal zeigen, wie wunderschön du meine Starbucks-Becher einpackst? Und die ganzen Leitkristallgläser? Ja, die habe ich ja schon verpackt. Die sind da hinten. Mit dem roten Aufkleber. Ja. Ja, das ist aber nicht gut, dass ich da jetzt hingefilmt habe. Wir können jetzt mal... Das schneide ich raus. Und können wir jetzt mal darüber teilen. Kevin hat gerade ernsthaft vorgeschlagen, ob wir überhaupt noch so viel Starbucks-Becher brauchen, weil wir benutzen die ja gar nicht alle. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Aber ich verkaufe doch keinen der Starbucks-Becher. Aber das sind auch mindestens 25 Becher. Wer braucht denn 25 Becher? Es geht um die Erinnerung. Ich möchte auch immer wissen, irgendwo anders hinfliegen. Aber wir fliegen immer zu den gleichen Stellen. Ja, momentan, weil es halt nicht geht, aber... Aber wer will denn nach Bremen fliegen, ehrlich gesagt? Vielleicht fliegen wir ja auch einfach nicht nach Bremen, aber damit verbinde ich ganz viel Erinnerung, weil du mich da mal vom Bahnhof manchmal abgeholt hast, ich bin da mal umgestiegen, wenn ich zu dir gefahren bin. Das ist doch voll romantisch. Mhm. Stimmt. Siehst du? Und daran denkst du, wenn du aus dem Bremen Becher trinkst? Ja. Starbucks Bremenbecher? Ja. Dann denk ich an dich. Und trocknest du den jetzt auch ab? Ich dachte, das machst du. Mm-mm. Ich hab dreckige Hände. Ich hole jetzt noch mal ein paar Kartons für dich aus dem Keller. Damit ich weitermachen kann. Genau. Okay. Und ich suche noch mal Kartons, weil ich wollte die Schuhe eigentlich auch in Kartons packen, aber ich fürchte, du brauchst die jetzt alle. Aber ich brauche nicht mehr viel. Wir packen noch hier, so viel sind da auch nicht mehr. Nur noch für die Vase da oben. Und die zwei kleinen Gläser. Die zwei kleinen Gläser müssen wir nicht in. Ja, dann nur die Vase. Mehr brauche ich nicht. Dann ist alles fertig. Auf geht's! Okay. So ihr Lieben, wenn ihr mal einen Zwischenstand sehen wollt, da in der Kommode ist nicht mehr wirklich viel übrig. Da hinten stehen Massen an Kartons und auch Reisekoffer könnt ihr hier schon sehen. Wir haben hier noch ganz viel Unordnung. Und heute Nacht habe ich kein Bett mehr. Ich schlafe auf der Matratze bzw. auf dem Lattenrost, weil mein Schatz mir das so wundervoll aufgebaut hat. Hier haben wir noch die Kisten, die unterm Bett standen. Mein Stummdiener. Und dann, es geht voran. Oh mein Gott, jetzt wird es richtig konkret, voll spannend. So, ich bin jetzt voll gepackt auf dem Weg zur Wohnungsübergabe. Ich habe nämlich gedacht, ich nehme schon mal ein paar erste Sachen mit. Deshalb habe ich den Rucksack voll und meine Tasche. Ich werde euch im Laufe des Videos auf jeden Fall auch erzählen, wie wir den Umzug planen und warum ich jetzt so kleinteilig unterwegs bin. Aber es geht jetzt los. Heute ist es endlich soweit. Oh mein Gott, ich hoffe jetzt einfach, dass gleich alles klappt und dass ich den Schlüssel dann habe und es keine Schwierigkeiten mehr gibt. Und einfach alles so ist, wie wir uns das vorstellen. Das wäre jetzt so toll. Ich bin noch gar nicht so aufgeregt, aber ich glaube, die Spannung, die steigt jetzt. So, ich habe ein paar Schlüssel bekommen. Aber wie ihr sehen könnt, bin ich nicht so ganz happy. Wir sind jetzt mit dem Auto. Mama ist neben mir auf dem Weg wieder in die Farmsner-Wohnung in Hamburg. Und ja, Umzug, Fragezeichen. Also es sind so viele Mängel eben gewesen. Wir haben trotzdem die Übergabe sozusagen machen können, aber es ist vor allem nicht gereinigt gewesen. Es fehlt die komplette Duscharmatur. Da würde ich noch sagen, mein Gott, ich kann mir auch 3 Wochen unter dem Wasserhahn die Haare waschen, ist nicht so schlimm, aber das ist nicht gereinigt. Das heißt, ich kann keine Kisten
einstellen. Es gibt zwei Fenster müssen getauscht werden, auch die Haustür, weil da Kinken drin sind und Sachen nicht richtig verfugt, aber auch das wäre jetzt nicht alles ganz so schlimm, aber halt das mit der Reinigung, ne, kann ich nichts abstellen, es müssen Sachen überstrichen werden, es müssen Sachen an den Fußleisten irgendwie abgereinigt werden, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, bin irgendwie voll fertig. Ich glaube, zweieinhalb Stunden hat die Übergabe gedauert und wir haben alles festgehalten. Also falls ihr mal eine Übergabe habt, haltet alles fest und macht es noch besser als ich und terminiert, bis wann was wie gemacht werden muss. Das konnte sie mit mir nicht festhalten. Ich habe es trotzdem unterschrieben. Das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm, keine Ahnung. Und ja, das sozusagen. Aber soweit erstmal dazu. Die haben jetzt zwei Schlüssel da behalten, weil unten im Keller fehlt auch noch die Verkleidung vom Schloss. Die machen sie jetzt noch nach. Dafür hatte der eine noch einen Schlüssel und ich habe jetzt noch einen zweiten Schlüssel da gelassen, damit die Reinigungsfirma dann rein könnte oder auch diese anderen Gewerke rein können. Weil ich jetzt gesagt habe, Mensch, heute und morgen und ab Mittwoch wollen wir dann ganz gerne vielleicht dann die ersten Sachen rüberbringen und dann will ich mir auch die Schlüssel holen. Dann müssen sie sich halt aber immer mit mir absprechen, wann was wie gemacht werden kann. Das ist natürlich aufwendiger, als wenn die das jetzt so direkt machen können. Irgendwie kann ich mich deshalb auch noch gar nicht so richtig freuen und ich bin gefühlt auch noch keinen Schritt weiter. Wir wollten jetzt eigentlich, deshalb ist Mama auch extra gekommen, wir wollten eigentlich die ersten Kisten rüberbringen, aber die jetzt halt rüberbringen, wie gesagt, wenn die Wohnung noch dreckig ist, sollen die rumputzen. Nee, die sollen ja alles putzen. Plus, wer stellt denn sicher, dass die nicht irgendwas klauen? Deshalb hier hinten seht ihr meine beiden Garderoben von Le Bourron, die silbernen. Die hatte ich ja letztes Jahr bestellt. Die habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo euch gezeigt gehabt. Die wollten wir eigentlich da lassen, aber haben uns jetzt dagegen entschieden, weil bei Mama und Papa damals auf der Baustelle, da ist tatsächlich eine Toilette geklaut worden oder ein Waschbecken. Mama war sich nicht ganz sicher. Also, wenn sowas schon geklaut wird, dann ja, nimmt vielleicht eine auch so eine schöne 300-Euro-Garderobe mit, keine Ahnung. Wir fahren jetzt erstmal zu mir, sind jetzt auch gleich da und ich gebe noch mein Schreiben ab, dass ich meine alte Wohnung zum 1.7. auf jeden Fall abgebe und nächste Woche Freitag habe ich da auch die Übergabe. Das ist dann der 18.6. Mal gucken, wann der Vlog hier online geht. Ja, soweit so gut erstmal. Also, ja, muss jetzt erstmal, glaube ich, ein bisschen ausruhen, vielleicht was essen, ein bisschen schlafen. So, wir haben den nächsten Tag. Ich habe gestern tatsächlich 4 Wohnungsschlüssel bekommen. 4 Wohnungsschlüssel von 6 Wohnungsschlüssel, weil es ist, ja, ihr seht, ich freue mich irgendwie noch nicht richtig. Mir geht das, ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle irgendwie. Es gibt diverse Mängel bei der Wohnung. Das fängt damit an, dass an einer Stelle Parkett aufgequollen ist bzw. hochgekommen ist, weil das irgendwie Feuchtigkeit reingekommen ist. Da müssen 2 Fenster getauscht werden. Die Haustür mit dem Rahmen muss komplett getauscht werden, weil da halt überall irgendwelche gröberen Fehler sozusagen drin sind. Das, was mich gestern am meisten geärgert hat, ist, dass die Wohnung nicht gereinigt worden ist, weil das sollte Samstag passieren, weshalb wir Freitag nicht die Übergabe machen konnten. Und meine Ansprechpartnerin, die war Freitag in der Wohnung drin, die sagte, es sieht nicht anders aus als Freitag. Das heißt, wir hätten Freitag auch schon die Übergabe machen können. Dann hätten wir im Zweifel selber ein Zimmer zumindest zum Beispiel am Wochenende putzen können, um da schon mal Sachen hinzubringen. Weil wir haben jetzt nichts da gelassen, wir haben nichts hingebracht, weil ich keinen Bock habe, dass mir irgendeiner was von der Baustelle klaut. Ich meine, man will ja niemandem was unterstellen. Aber ja, meiner Mama und meinem Papa haben sie damals von der Baustelle ein Waschbecken oder eine Toilette geklaut. Und wenn die sowas schon mitnehmen, ja, dann nehmen sie vielleicht auch meine ganze Designer-Handtasche mit, keine Ahnung. Mich nervt das Ganze gerade so, weil es eigentlich ja sowas Schönes ist und meine Freude halt momentan total gen Null geht. Ich irgendwie gefühlt momentan auch total nah die ganze Zeit am Wasser gebaut bin. Ja, nervt mich einfach. Ich habe jetzt 2 Wohnungsschlüssel, wie gesagt, da gelassen. Bin guter Dinge, dass zumindest bis morgen vielleicht die Wohnung gereinigt sein könnte, weil so mega schwer kann das ja nicht sein. Und dann würde ich die beiden Schlüssel dann auch zurückfordern. Das Problem ist halt nur, die ganzen Sachen, die jetzt,
die Mängel, die behoben werden müssen. Es sind auch noch so diverse, also alleine dadurch, dass nicht gereinigt worden ist, sind diverse schwarze Strieben auch noch an den Fenstern, an den Türen, an den Wänden sind teilweise schwarze Striche, was halt nochmal einfach übergemalt werden muss. Das ist kein großer Aufwand, aber es muss halt alles gemacht werden. Dann waren zwei Türen nicht eingehängt. Im Badezimmer habe ich immer noch keine Duscharmaturen. Das wäre mir jetzt aber auch ganz ehrlich völlig egal. Ich ziehe da ein, auch wenn keine Dusche drin ist. Ich kann mir die Haare unterm Wasserhahn waschen. Ich kann mich mit einem Waschlappen am Körper waschen. Also da werde ich schon kreativ und kriege das alles irgendwie gebacken. Nur es muss halt sauber sein und gewisse Parameter müssen halt stimmen. Wie der Boden, ja, Fenster tauschen, Türen tauschen, das geht nachher auch alles, wenn ich dran bin. Ich glaube, der größte Punkt ist für mich gerade so die Reinigung. Und ich hoffe, mein Plan geht jetzt auf, dass ich dann morgen die beiden anderen Schlüssel mir zurückfordere. Unten das Kellerschloss dann hoffentlich jetzt final drin ist, damit wir auch im Keller einfach schon Sachen lagern können. Und ein großes Problem ist, ich bin unterhalb der Woche alleine. Ich habe zwar auch Freunde, die mir durchaus helfen können, aber ein Pärchen zum Beispiel von denen, die sind ganz lieb, weil ich habe ja kein Auto, die würden mit mir halt von A nach B fahren. Können wir beide nicht tragen, weil ja, die einen Verletzung im Fuß hat, der andere hat eine Verletzung in der Hand und die können halt nicht sich belasten, was ich vollkommen verstehen kann. Und deshalb ist mein Problem, dass die Aufzüge im Haus immer noch nicht freigeschaltet wurden. Da ist anscheinend was falsch gelaufen, weil sie haben in zwei anderen Häusern, das sind sozusagen mehrere Häuser nebeneinander, so ist der Aufbau, da haben sie die Fahrstühle jetzt schon aktiviert, aber in dem Haus nicht. So, das heißt, ich müsste vom Garage in den zweiten Stock, das wären dann drei Stockwerke, insgesamt müsste ich jede Kiste alleine schleppen. Habe ich auch nicht so richtig Lust zu. Würde ich wohl im Notfall alles irgendwie hinbekommen. Ich meine, aber ganz ehrlich, muss ja alles nicht sein. Also ich bin ja positiver Dinge, ich bin ja eigentlich totaler Optimist, dass wenn jetzt das Ganze erstmal ins Rollen kommt, dass es dann wahrscheinlich auch schnell geht und sich zurückgucken werde und denken werde, so, oh, es hat ja Gott sei Dank alles geklappt. Aber dieser Weg dahin jetzt gerade ist, wie heißt es noch so schön, dieser Weg wird steinig und schwer oder so. In einem Song von Xavier Naidoo fällt mir dazu gerade ein. Ja, also ich fühle mich noch nicht, als hätte ich meine Wohnung jetzt wirklich final übergeben bekommen, weil das so eine halbfertige Nummer ist und das ist halt einfach Mist. Mist ist das. Ich hoffe, wenn ich das nächste Mal irgendwas für euch filme, bin ich ein bisschen besser drauf. So, ihr Lieben, ich habe mir jetzt gerade die fehlenden zwei Schlüssel abgeholt. Die hatten jetzt zwei Tage Zeit, noch ein paar Mängel zu beseitigen. Und ich stehe jetzt vor der Tür und es ist jetzt irgendwie das erste Mal, dass so ein bisschen Freude aufkommt, weil ich hoffe, dass jetzt wirklich einiges noch gemacht worden ist. Und wir gucken uns das jetzt zusammen an und gehen das erste Mal zusammen durch die Wohnung. Das erste hat schon mal geklappt, die Badezimmertüren sind eingehängt. Ich stelle mal gerade meine Schüchen ab und dann noch mehr hinzu. Guck mal, das ist klar, dass das noch nicht gemacht ist. Da ist nämlich eine dicke Delle drin. Und da bin ich gespannt, ob der Fliesenleger hier im dritten Zimmer, da fehlt immer noch eine Fliese. Hier kommt nämlich später die Waschmaschine sozusagen rein. Das ist so eine kleine Abstellkammer. Und hier kommt jetzt das Wohnzimmer mit dem super, super schönen Wohnbereich. Da vorne Balkon, mega schön. Und wenn ich jetzt hier einmal rumgehe, das heilt auch alles natürlich. Ist das der Blick vom Wohnzimmer in den Esszimmerbereich, in den Bereich, wo der Kühlschrank stehen wird und in die Küche. Total schön, ihr kommt dann hier sozusagen um die Ecke. Und was nämlich auch nicht gemacht gewesen war, hier war überhaupt nicht sauber gemacht, aber das sieht deutlich, deutlich besser aus. Hier sind teilweise noch diese Kreppbänder dran, das war auch, weil Malerarbeiten teilweise noch gemacht werden müssen. So, ich sehe immer noch total verzottelt aus. Ich habe meine Sachen jetzt mal abgelegt. Hinter mir, ich stehe quasi mitten in der Küche und die kommt quasi hinter mich. Wenn ihr das jetzt hier so seht, die kommt da sozusagen, das ist die, wie heißt es denn jetzt, von da nach da. Und dann sozusagen, da ist die Ecke, da kommt sie dann hier zurück, hier bis zur Wand. Hier um die Ecke steht dann der Kühlschrank, den habe ich auch schon bestellt.
Und dann kommt hier der Esszimmerbereich. Da kommt dann unsere Sitzgarnitur hin von Richmond. Total schön. Und hinter dir seht ihr hier den kompletten Wohnzimmerbereich mit unserem kleinen Balkon. Und wenn wir jetzt hier mal um die Ecke gehen, ich gehe mal rückwärts für euch, dann könnt ihr alles gut sehen. Da ist sozusagen die Tür zur Haustür. Hier um die Ecke, genau da. Ich kann das mal so schlecht zeigen in der Kamera. Da in der Ecke ist sozusagen der Raum, wo die Waschmaschine reinkommt. Und man, es klingt alles noch total hohl, oder? Ja, dann haben wir hier, wenn ich jetzt quasi vor der Tür zum Hauswirtschaftsraum stehe, den kleinen Flurbereich, der hier um die Ecke geht. Ich werde das für euch alles noch mal ein bisschen besser filmen. Da ist das Schlafzimmer hinter mir. Hier ist noch eine Flurnische, da wir haben auch so schöne Sachen schon letztes Jahr gekauft. Und da ist das Schlafzimmer mit so einer Flügeltür, allerdings ohne Balkon. Und dann ist der Plan, hier hinter die Tür sozusagen mit der IKEA Pax kommen. Wahrscheinlich 3 oder 3,5 Meter. Wir hoffen auf 3,5 Meter. Und genau, sozusagen da an die Wand hinter mir jetzt kommt unser Backspringbett. Und dann haben wir das Gäste-WC mit dem liebevoll ausgesuchten Waschtisch von Laufen und dem Wasserhahn von Steinberg. Toiletten sind von Villeroy & Boch und sie haben eine Absenkautomatik. Das ist dann sozusagen so. Ja, es ist super witzig, ich kann dir erfahren. Auf jeden Fall ist da. Ja, diese Absenkautomatik, die haben wir auch im Hauptbadezimmer. Das wäre hier. Das ist auch ganz klein und fein. Größer können wir uns nicht leisten. Nee, größer war halt einfach nicht. Und dann haben wir da den Waschtisch. Den habe ich auch ganz liebevoll ausgesucht vor 2 Jahren. Und dann diese wunderschönen Schubladen in dieser Holzoptik. Das ist einfach so schön. Und die obere hat aktuell keine Push-Funktion. Da prüfen sie jetzt nochmal, ob ich nicht eine haben müsste, weil die untere hat nämlich eine. Da habe ich ein bisschen irritiert, weil ich jetzt gedacht hätte, dass beide eine Push-Funktion haben. Aber ansonsten kann das sein, dass das Sinn macht. Und was ich extra habe bauen lassen, als Ablage so für Shampoo und so, ist diese Duschablage. Die ist hier eine Fliese, nee, eine halbe Fliese ist die sozusagen tief und eine Fliese hoch. Trotzdem haben sie anscheinend da so einen Murks rausgemacht, aber sieht ja auch ganz cool aus. So wie es auf jeden Fall passt. Und hier werde ich dann zukünftig mit Kevin zusammen duschen können. Da oben kommt die Kopfbrause direkt aus der Wand, weil wir haben alles unter Putz gewählt. Hier kommt der Hebemischer hin und da die Handbrause. Ja, ist aber noch nicht eingebaut, wie man sehen kann. Auch das kommt von Steinberg, ist auch in der eckigen Variante. Und da freue ich mich schon richtig doll drauf. Und das mit der Kopfbrause da oben, das muss man sagen, ist das Einzige, was gut ist, dass an einer Stelle was schiefgelaufen ist, weil dadurch hatten wir überhaupt die Option, die Dusche nochmal umzugestalten. Ursprünglich wäre hier jetzt so eine klassische Stange sozusagen drin gewesen. Das haben wir gar nicht mehr, voll schön. Bisschen besser auch zu putzen und optisch auch, finde ich, viel schöner. Und dann kommt die da direkt aus der Wand und oh, toll. Und dann bleibt noch das dritte Zimmer übrig. Das wäre dies. Da haben wir unsere Loggia. Da haben wir auch diese 2 Flügeltüren, total schön. Da ist Holzboden, weil wer weiß, Loggia ist ja wie ein Wintergarten sozusagen. Der ist nicht beheizt. Das ist wie draußen, halt aber ein umzäunter Balkon, wenn man will. Und da kann man, wo muss ich hin? Ja, da kann man sehen. So muss ich zeigen. Da sind Fenster, die kann man dann so zur Seite schieben, dann ist es offen. Und hier fliegt die ganze Zeit so ein dicker Brummer rum. Auf jeden Fall in dieses dritte Zimmer soll die große Kommode da sozusagen an die Wand. Und dann ist noch gar nicht so viel mit dem Zimmer geplant, weil ich mir überlegt habe, dass das eher schlicht bleiben soll und eher leerer. Weil dann kann, wenn Besuch da ist, kann der hier immer perfekt auf so einer elektrisch aufblasbaren Luftmatratze zum Beispiel sein. Und ja, was noch? Dann kann, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, dann kann ich hier drin Sport machen mit Kevin zusammen. Und wir haben hier so ein bisschen Raum. Richtig schön. Und für die Loggia lassen uns auch noch was Schönes einfallen. Kevin hat doch schon die Idee, dass man da so eine Palettensitzbank hinpacken könnte. Finde ich auch ganz cool als Idee. Also da
Wenn es dann im Sommer regnet, aber man trotzdem draußen sitzen will, dann kann man sich hier hinsetzen und das ist richtig, richtig cool. Ja, also nach den ganzen Emotionen der letzten Tage ist es das erste Mal, dass ich so ein bisschen Licht am Horizont sehe. Mir ging es zwischendurch echt schlecht, ich habe so viel geweint und ich meine, es ist halt auch echt ein aufregendes Thema. Ich weiß nicht, wer von euch schon gebaut hat und im Eigentum gezogen ist, auch gekauft ist oder generell ein Umzug. Jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß, dass das irgendwie eine angespannte Phase ist. Jetzt hier mit Eigentum ist es nochmal eine Stufe weiter, aber du willst ja, dass alles genauso ist, wie du es besprochen hast. Der Boden zum Beispiel ist komplett Parkett. Der sieht richtig schön aus, den habe ich sozusagen damals farblich auch gewählt. Genauso wie die Fliesen im Badezimmer. Da konnte man sich zwischen vier verschiedenen Farben das aussuchen. Und ich wollte damals dieses Anthrazit haben, dass es so ein bisschen dunkler ist. Ach, und jetzt auch dieser Waschtisch. Ja, vieles kommt jetzt zusammen. Und jetzt muss nur noch alles andere klappen. Ich hatte mit dem Umzugsunternehmen auch schon mal telefoniert. Und das würde auch jetzt kurzfristig klappen. Ich muss mich jetzt eigentlich nur noch festlegen, glaube ich. Und dann kann das alles starten. Ja. Allmählich freue ich mich. Also. Und ich glaube, die Freude wird jetzt auch noch mehr, wenn die ersten Möbel dran sind. Da glaube ich ganz fest dran. Richtig schön. Ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich hier jetzt einen Cut mache und dann nochmal einen Umzugsvlog Teil 2 mache wahrscheinlich, weil ich glaube, ich habe schon recht viel Videomaterial. Ansonsten läuft es hier noch einfach weiter, aber falls nicht, dann glaube ich, werden wir den nächsten Teil auch noch ein bisschen euch mitnehmen, wenn euch das interessiert. Für mich ist es halt auch für mich selber total schön, das alles so festzuhalten. Und dann kann ich mir in einem Jahr das alles angucken und denken, oh Gott, hat ja am Ende alles geklappt, hoffe ich, ne? In diesem Sinne auf jeden Fall, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch total gut und ihr musstet nicht so viel weinen wie ich die letzten Tage und seid nicht so ein emotionales Wrack. Und dann freue ich mich schon auf richtig, richtig viele tolle Videos aus dieser Wohnung. Meine Mama hat auch ein ganz besonderes Geschenk für uns zum Einzug. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ich sag nur, es kommt vom großen H. In diesem Sinne, bis dann, ihr Lieben. Ciao.